Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu... Halt doch mal die Schnauze, Mensch, du bist ein Roboter, sei still. Zu Soma, so, da sind wir nämlich jetzt gerade. Bei Karl, dem offensichtlich menschlichen Vermessungstechniker oder dem, beziehungsweise Tüftler. Halt die Schnauze. Ja, ja. Ja, und hier ist ein Hebel, den können wir vielleicht mal ziehen und gucken, was das ist. Karl, ich glaube, ich habe dich getötet. Oh Gott, mach das Ding wieder an! I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Okay, was war das? Das war... Oh Mann. Ja, ja, ich weiß. Hier müssen wir für ihn nach Hilfe suchen. Apropos, Leute, nach dem ersten Part ist dieses Spiel blind für mich. Deshalb werde ich es auch als blind deklarieren. Nur falls da irgendwie wieder jemand ein Problem damit hat. Geht hier noch irgendwas? Ne, hier ist alles Failure, 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 Down, 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 Bäh. Okay. Okay, gut. Wir können hier hingucken. Oh, da ist jemand ziemlich tot. Wahrscheinlich ist das Karl. Sieht doch nicht mehr so gesund aus. Vielleicht ist er deswegen auch in dem Roboter verblieben, weil sein Körper gestorben ist. Oh Gott, he's dead. He's dead. Hey Karl, ne? Samken Karl. Ups, aber wir haben eine ID, 0722, sehr gut, damit können wir was anfangen. Oh, wir können erfahren, wie er stirbt, toll. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're going to have a hell of a time getting around. Carl! Oh. Ja, danke schön. Das hat mir dann gereicht für das Spiel. Ja, er wurde anscheinend durch den Schacht hier von irgendwas gezischelt. Super armer Kerl. Wir haben aber seine ID und wir können ihm jetzt beweisen, dass er doch nicht mehr ganz so frisch ist. Er scheint schon ein bisschen länger tot zu sein. Warum kommt die Treppe nur so langsam hoch, der Penner? Turn around. Täter, sofort umkehren. Wir haben Epsilon versiegelt, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten. Vermasselt es nicht. Ey, Azaro. Karl war nicht mein Fehler. Azaro, Amy. Okay. Können wir es nicht mitnehmen? Okay, ich glaube, ich muss mir das aufschreiben, Leute. Ich brauche gerade mal einen Zettel. Hier haben wir doch einen. Ist nicht so wichtig. Also. Azaro... Amy. Mit der ID, vielleicht habe ich ja verschiedenen Zugriff damit. 0735. Semken. Karl. ID. So. Vielleicht mitnehmen kann, ist halt besser so. Sonst keiner mehr da, okay. Ich weiß nicht, wo ich mich hier bewege, aber ist okay, ne? Hey Karl, sorry, ich brauche nochmal deine ID. 0722. Da ist dicht. Was ist das? Flow Control. Okay, wetten, da müssen wir auch noch hin. Ich weiß nicht, ob ich hier lang will, Leute. Sieht aus wie Scanner. Da könnte ich durchkommen. Maintenance Schedule. Okay. Flood Hazard, okay. Zeppelin Cargo Transport, was? Zwischen Theta und Epsilon und... Ah, mein Grillmaus, sorry. Und Lambda und Omicron. Also, ich habe das Gefühl, dass sie hat irgendwas mit den Pace Laboratories zu tun. Vielleicht ist das in ihre Energieversorgungsstationen. Pressurization Hazard. Wenn wir sterben, ist ja nicht so schlimm, oder? Scheint definitives Flut Hazard zu sein. Ich meine, sieht man ja.
Mind your head, okay? Ja, das mache ich die ganze Zeit. Darum geht's nämlich. Kann ich mich so einen Anzug schnappen? Der sieht cool aus. Und der sieht aus, als wäre ich darin ein bisschen geschützter gegen diese Viecher. Obwohl, es hat anderen auch nicht geholfen. Aber trotzdem, ich bin so ein Ding. Ah, okay, also hier geht's nicht weiter. Das wollte ich nur abchecken. Haben wir hier noch was dahinter? Nein. Karl, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, mein Freund. Please tell Amy. I need help. Won't a mechanic make more sense? You're trying to be fucking funny? Give me a medic. But you're a robot. Really? Do robots have legs, hands, a face? You're delusional. Okay, calm down. I won't... Get some fucking help. Get me Holland. Okay, dem können wir leider nicht helfen in dem Punkt. Ich darf den Schalter nicht umstellen, sonst stirbt er. Langsam. Okay, hier ist aber noch eine Tür, wo wir nicht drin waren, nämlich im Workshop. Das ist cool, die kriegen wir vielleicht einen neuen Chip. Oh Gott, das Vieh steht doch gleich auf und tötet mich. Hallo. Oh, wir können uns angucken. Ah, der hat zum Glück keine Energie. Hören wir uns mal, was er zu sagen hat. Er war's. Amy hat ihn gegrillt. Wie hat Amy ihn gegrillt? Das will ich rausfinden, Leute. Das müssen wir wissen. Das war wichtig, denke ich. Es gibt vielleicht doch eine Möglichkeit, sie zu töten. Das wäre neu für ein Spiel wie Amnesia. Zum Beispiel damit. Aber er wurde gegrillt. Er wurde von Amy erledigt, das Ding. Okay, der Typ ist down. Ist da noch was? Ja, hier ist jetzt nur noch Code eingeben. Okay, machen wir das mal. Also, ID ändern. Ich versuche mal 0735. Einfach weil ich denke, das ist nicht die, die wir brauchen. Amy Azaro, Status. Maximale Kapazität 710 Megawatt, Produktionsstand 60%, Frequenz 30 Hertz, Spannung 690 Volt. Eventlog, durchgebrannter Hitzeschild bei Abzugsschacht. Turbine überhitzt, Erdbeben unterbricht Plateaukanal, direkte Wirkung. Lambda-Blackout nachbeben, Omikron-Blackout nachbeben. Delta-Blackout schwerwiegend nachbeben. Durchgebrannter Hitzeschild bei Abzugsschacht. Schon wieder. Das hängt miteinander zusammen, Leute. Ausgangsleistung 2094, was auch immer das ist. Das hier ist Zeit. Das ist Zeit, das ist verkehrt rum aufgetragen, Leute. Das müsste andersrum sein. Egal. Okay, ausloggen. Wir haben noch eine ID, nämlich 0722 von Karl. Karl Semken. Status 710 Megawatt, ja gut, das kennen wir schon. Eventlog. Kennen wir auch schon. Ausgangsleistung. Ah. Ja, und dann? Ach, hier müssen wir das vielleicht noch einloggen. 0735. E-Mail. Ah, das ist jetzt wichtig. Okay. Gesendet. Das ist vorher. Das ist vorher. Okay. An Volcheck Heather. Betreff Epsilon automatischer Betrieb. Wir haben es geschafft, die meisten Backup-Turbos zu verlinken und alle Generatoren zu aktivieren. Epsilon sollte noch mindestens ein Jahrzehnt Strom produzieren können, bevor uns die Abzugsschächte durchzubrennen beginnen. Die schlechte Nachricht ist, dass es mit den Maschinen schlimmer wird. Wir haben eine Lösung zu ermitteln versucht, sie alle abzuschalten. Aber angesichts der riesigen Mengen an Einheiten bei Epsilon sieht es nicht gut aus. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass sie die Stromproduktion unterbrechen könnten, wenn wir weg sind. Irgendwelche Vorschläge? Gute Arbeit, versucht alle Backup-Turbos, also von Voltech Heather, Turbos in Betrieb zu nehmen und die Produktion auf 60% zu drosseln, haben wir. Angesichts aller Evakuierungen können wir mit einem leisen und gleichmäßigen Summe überleben. Es gibt keinen Grund, das System zu stark zu belasten. 20 bis 25 Jahre Produktion sollten möglich sein, bevor wir wieder auf die Turbos zurückgreifen müssen. Die Roboter werden überall in Pathos 2 immer unberechenbarer und leider gibt es keinen universellen Notausschalter. Ah, warum auch nicht? Warum sollte man noch einen machen? Da wir wohl nicht nach Epsilon zurückkehren werden, könntest du mit dem Versiegeln von Sektoren probieren, damit die Helper
nicht in wichtige Bereiche vordringen können, Wolltjäger. Das haben sie ja versucht, aber das war nicht wirklich effektiv. Power Manager? Das ist alles nicht available. Okay, zu wenig Strom. Lösung gefunden. Schalten Sie eine der vorgenommenen Sektionen ab, um den Strom die Kommunikationszentrale umzuleiten. Ich will aber nichts abschalten erstmal. Personal, Hauptfaktor, Adams Jane, also Jane Adams, Position Täter, Disponentin, Jons Dottir Victis, okay, Position Täter, also das heißt Jons Tochter, das scheint also Frau zu sein. Geotechnischer Ingenieur, Rogers Baxter, Außendiensttechniker, Azaro Amy, also das ist eine Außendiensttechnikerin, Finlay Gavin, Muron Louise, die sind wir, oder beziehungsweise, wir haben ihr Gerät gefunden, vielleicht ist sie da auch geplatzt. Und vielleicht haben wir sie getötet. Es könnte sein, dass das Louise war, die wir getötet haben. Die armen Roboter, den wir abgeschaltet haben. Robotertechniker Semken Karl, Position Y Leitstand. Shankar Ashish, Position Täter. Okay, wie schalte ich die denn aus? Ist die Frage. Den Stromflussregler, den kann ich anschalten. Aber ich kann da nicht ausschalten. Okay, super. Ausloggen, wir loggen uns nochmal als Karl ein, 0722. Deine E-Mail ist nämlich wichtig. Wolchek Heather, Epsilon automatischer Betrieb. Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seinen Faden hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es das dann wahrscheinlich gewesen. Wir sind weg. Karl. E-Mail nicht gesendet, Verbindung konnte nicht etabliert werden. Das ist natürlich schlecht. Ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Okay, sonst gibt es hier auch nichts anderes. Also machen wir das an. Und hier müssen die... Ich meine, was soll's? Das ist natürlich auch wieder ein sehr tolles Geräusch bei sowas. Man sieht auch nicht viel. Warum gucke ich in so ein Ding eigentlich rein, Leute? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin so doof. Da kann auch sonst was passieren, wieder mal. Ach, der geht auch gar nicht. Ja, das ist okay. Ich dachte, ich hätte die ganze Zeit das nur unnötig hinausgezögert. Karl, ich brauche deine Hilfe. Oh Mann, Karl. Ist das der Stromflussregler, den ich abschalten muss? Aber ich will den nicht abschalten, der arme Karl. Ich kann ihn doch nicht töten. Aber das andere, was ich abschalten könnte, wäre hier. Und hier ist nichts zum Abschalten mehr. Oh, Karl, I'm sorry. Oder? Nee, da hinten, glaube ich, oder? Kann ich hier was abschalten? I doubt it. Hier gibt's keinen Schalter. Da hinten ist offen. Oh Gott. Read this. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben. Ich will Karl nicht töten, Leute. Also, let's go. Oder? Ah, fuck it. Oh Gott, und da kommt sie jetzt, ne? Ich werde Karl aber nicht einfach umbringen. Okay, ich hätte es tun sollen. Nein! Warum lebt er? Und Karl ist tot. Ich habe Karl getötet. Ich habe Karl getötet. Warum ich Karl getötet? Bitte komm hier nicht durch. Nee, er geht da hin, okay. Er geht da nicht hin. Natürlich kommt er jetzt hier hin. Ich bin tot. Ich komme nicht mehr weg. Bitte dreh dich nicht nach links um. Natürlich dreht er sich nach links um. Hi, mein Freund. Okay. Er konnte mich anscheinend nicht sehen. Was soll ich jetzt mit dir machen?
Aber ich kann da hinten, glaube ich, jetzt was machen, oder? Der war im Storage. Geh ruhig in den Workshop, ist okay. Kannst du machen. Viel Spaß damit. Tschüss. Dann gehe ich erst nochmal in den Storage gucken, was da so los ist. Der war da drin, dieser Penner. Eine Kurzvorstellung der CCRV 7 Blackbox. Diese Blackbox ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst vielerlei Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an VAU gesendet, die Aufsichtseinheit von Pathos 2, damit die Station jeder Situation angemessen Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistung folgen Sie mit den Autoinjektoranweisungen. Stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewendet wird. Ja, danke schön. Ich hoffe, du kommst hier nicht mehr zurück. Gib mir mal das Implantat. Der ist abgehauen. Okay, da ist ein Implantat. Gib mir das Implantat. Gib mir das? Ich kann es nicht nehmen. Na toll. Ist voll super. Jetzt bin ich hier und kann nicht mal schon ein Implantat nehmen. Okay, geh da hinten lang. Ich kann das immer noch nicht machen. Was kann ich hier machen? Vielleicht muss ich nur den Hebel da hinten umlegen. Nicht den da. Den Hebel? Kann ich ihn umlegen? Oh Gott, Leute, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Naja, Karl, jetzt musst du immer nicht mehr leiden. Du bist jetzt auch tot. Sorry, dass ich das getan habe. Aber ich habe immer noch das Gefühl, es war ein großer Fehler. Jetzt kommt natürlich wieder hier hin, ne? Ach, natürlich kommt er hier hin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gott, was die für Geräusche machen, ne? Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Warte mal, ich muss das jetzt am Computer einschalten. Murp, 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 murp. Ihr seid komische Viecher. Die sind alle von diesem Zeug benetzt, da, von diesen Pilzen. Ich hätte es doch anlassen sollen. Aber hier kommt das Vieh zum Glück nicht hin. Hoffentlich bringt mir das Glück, dass ich Karl nehme. Oh Gott. Could you please go away, du Vieh? Ich meine, noch komme ich ja mal hin klar. Ach deswegen, ich habe das angemacht, deswegen kam ich da in den Schaltraum rein. Warum ist das Ding jetzt wieder angegangen? Alter, bist du irgendwie ein bisschen bescheuert? Wenn er da hin reingeht, wäre gut, oder? Hier wieder rein. Aber er kommt zumindest nicht hier hin. Ja, genau. Geh schön da hinten weit rein. Oh Gott, das wird mir so wehtun, das Vieh. Geh ruhig noch ein Stück weiter, mein Freund. Ja, renn ein bisschen. Kann ich hier wieder zumachen? Tschüss! Wow! Ich denke mal, ich bin jetzt ein bisschen safe. Okay, hier wäre wieder Heilung. Brauche ich zum Glück nicht. Defekte Daten gefunden. Dateien wieder herstellen? Jo. Mach mal. Audio-Player, was? Oh Gott, hoffentlich gibt es keine Content-Claims, ne? Partielle Datenwiederherstellung erfolgreich. Okay, fangen wir mit dem Jüngsten an. Schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the ball, Jack.
Ihr konntet ja lesen, hoffentlich. Ich wollte nur schon mal in die Richtung gucken. Hä? John C. klingt sehr nach einem Roboter, Leute, oder? Hey, hello, Data? Absalon, what's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Hello? Okay. Peter, was it? Yeah, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. They like to hear. Oh Gott, Leute, das wird so die Hölle werden. Das werde ich jetzt mal nicht nutzen, denn ich bin ja voll. Ich bin ja noch voll da. Was haben wir hier? Ja, hier gibt es ganz viel noch zu sagen. Guck mal, wir sind hier überall. Das ist ganz komisch. New York, Status offline. Letzter Kontakt, 10. Januar 2103? Wirklich 100? Das war 2094 bis 2107? Leute, wir sind irgendwie ein bisschen in der Zukunft gelandet. Was soll der Scheiß? Das war 2015. Nachricht, John Z. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse. What, Ben? Nordamerika, Europa, Afrika, Atlantischer Ozean. Ja, Lissabon. Also Lisbon. Hauptstandort. Status offline. Letzter Kontakt, 12. Januar 2103. Wir sind bei 2104 gerade. Nachricht, Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengung der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sie fehlgeschlagen. Es gab eine Kollision mit einem Asteroiden. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit 5 Stunden 13. Da war noch was. Status offline. Letzter Kontakt 11. Januar 2103. Liebes Fräulein Victus Jonstott hier. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Epsilon und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten, Jane Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Systemdirektor James Loom, das hier ist... Weltuntergang? Der Asteroid löscht alles aus und wir sind jetzt im Wasser, damit wir noch da leben können und deswegen Wärmekraft und so Scheiß. Und die sind jetzt Roboter, die uns alle umbringen? Herzlichen Glückwunsch, was ist denn jetzt los? Cadiz, Hilfsstation. Status offline. Letzter Kontakt, 12. Januar 2103. Warte mal, ich muss nochmal nachgucken. Das ist alles 12. Januar. Das ist alles von, nach dem Aufschlag nicht mehr gewesen. Das heißt, sind alle down. John Z., du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben. Wir aber haben die bessere Aussicht. Salut. Ja, in Frankreich. Also scheint da der Asteroid irgendwo in Europa eingeschlagen. Da oben wahrscheinlich, da wo es grün ist. Ja, das ist eindeutig die bessere Aussicht, Leute. Wow, Leute, wir sind irgendwo hier. Nicht New York, aber da müssten wir sein, oder? Da, wo nichts dranhängt. Hier bei einem. Ich weiß nicht, wo Toronto genau liegt, Leute. Das müsst ihr mir nachsehen. Warte mal, alles 11. Januar, 12 Uhr. 12. Januar, 4.52 Uhr. 19. Januar. 10. Januar. Und der Einschlag war... Nein, wo war das mit dem Einschlag? Ja, warte, hier. Nein. Da, Mädchen. 5 Stunden 13. Bei... Nee, 5 Uhr 13. Okay. Das war alles noch kurz vor dem Einschlag. Oder? Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag. Das sind 5 Stunden 13. Das wäre dann um 10 Uhr morgens gewesen. Wie das aussieht. Also, es steht kein AM/PM dran, aber um 10 Uhr. Ich denke, das ist Military Time. Am 12. Januar 2103 um 10 Uhr. Bumm.
That's bad. That's real bad. Okay. Luma-Link unterbrochen. Manuelle Eingabe erforderlich. Oh, crap. Immerhin haben wir die Kuppel hier, das ist schon mal... Wir sind also richtig. Ja, Leute, aber was wir hier das nächste Mal noch erleben werden, seht ihr dann leider auch erst im nächsten Part, denn ich muss schon wieder einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Soma. Und hoffentlich wird es nicht schlimmer. Bis dann, Leute. Tschüss.